Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist ein Gameboy-Spiel dran, und zwar The Punisher. The Ultimate Payback. Ja, klingt nach sehr viel Action. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe den Wunsch aufgenommen, aber mir vergessen dabei zu schreiben, wer es sich von euch gewünscht hat. Deswegen Entschuldigung, vielleicht kannst du dich in den Kommentaren melden. Auf jeden Fall, ja, ich habe heute mal wieder Bock, eine Gameboy-Quetzig-Serie zu machen, und das Spiel ist mir so ein bisschen ins Auge gesprungen. Im Vorfeld schaue ich mir immer so ein bisschen die Bewertung an, und es scheint also nicht ganz, ganz mies zu sein, aber wie man sieht, es ist von LGN. Also tendenziell wahrscheinlich eher, ja, nicht ganz so gut, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, genug der Vorrede, schauen wir einfach mal rein. So, also Punisher natürlich finde ich cool. Ich fand die Netflix-Serie finde ich sehr cool. Ich bin aber jetzt allgemein nicht so unbedingt... Oh, das ist ein Lightgun-Shooter. Ha! Der war natürlich jetzt geil da im Einkaufswagen. Also hier scheint alles voll zu sein. Ich sag mal, der Game Boy ist vielleicht nicht so unbedingt auf dieses Genre ausgelegt. Ich fand es ja schon bei Terminator The Arcade Game, boah, schon tot, etwas nicht so einfach, sage ich mal. Boah, es sind aber viele, hier muss man ja auch viel mit den, mit dem Steuerkreuz. Also ich spiele es ja quasi mit original Hardware, also mit Emulator, aber ihr habt es wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gesehen. Ich steuere das mit einem originalen Game Boy als Controller. Ne, hier, das heißt... hier die Wege und sowas, da kann man sich jetzt nicht rausdrehen von wegen, oh, das ist Emulator, deswegen ist das schwer. Boah, vor allem, wie soll man denn diesen Schüssen entkommen? Ich meine, gut, das Gameplay muss man halt mögen, klar. Okay, ich hätte die Frau beim Einkaufen nicht unbedingt mit einer Granate töten sollen, glaube ich. Wobei auch geil, ne? Hier wird geschossen und alles. Hier fetzt es an Fenstern. Hier fliegen die Leute wirklich durch die Gegend, weil sie totgeschossen werden. Und die mit dem Einkauf. Ja. Ich weiß ja nicht. Aber ich weiß nicht, bin ich jetzt gerade irgendwie blind? Aber ich sehe gar nicht unbedingt, dass ich getroffen werde. Okay, Spider-Man scheint uns zu helfen, oder ist das der Gegner? Muss ich jetzt Spider-Man abschießen? Wäre natürlich mal was anderes. Das ist ja gar nichts. Also Musik ist, okay, wie gesagt, das Spielprinzip, ich hätte hier mir, glaube ich, eher mal einen Plattformer gewünscht. Zack. Okay, jetzt habe ich die Geisel mit erschossen. Naja, Kollateralschäden, sage ich mal. Oh, ich bin immer nicht auf dem letzten Platz. Aber leicht ist das Spiel wirklich nicht. Also das ist, glaube ich, wirklich so mit der Hauptknackpunkt, sage ich mal. Wie soll ich denn den gegnerischen Schüssen ausweichen? Weil A schießt, B macht Granatenwurf. Und ich sehe noch nicht mal, dass ich beschossen werde. Also klar, die stehen da. Aber ich sehe jetzt ja keine Kugeln auf mich zufliegen oder ähnliches, dass ich da jetzt ausweichen könnte. Ich kann wirklich ja nur jetzt schnellstmöglich hier die Fieslinge erschießen. Das Problem ist, sie sind ja manchmal so verteilt, dass mit dem Steuerkreuz, das ist halt nicht das Schnellste. Man muss teilweise ja wirklich sehr genau sein. Man kann das gar nicht verhindern, dass man getroffen wird. Ne? Die kommen ja in den Bildschirm und schießen sofort. Zum Beispiel, da war jetzt einer der Fenster und da waren jetzt zwei unten rechts. Und hier dieses Steuer, das Fadenkreuz, das ist ja so langsam. Die kann ich unmöglich beide erwischen. Maschinengewehr hin oder her, sage ich mal. Okay, die schieße ich jetzt nicht. Das war knapp.
Aber ihn ja. Also, ich meine, ich bin natürlich jetzt nicht übergeschickt hier in diesem Spiel, weil mit einem Steuerkreuz hier so ein Fahnenkreuz, also das hat mich schon bei T2 The Cade Game auf dem Gameboy gestört. Das macht ja so ein System, macht ja Sinn auf dem NES oder auf dem Super Nintendo mit der Lightgun oder diesem Super Scope. Ja, als Lightgun-Shooter, klar, sehe ich ein. Aber jetzt hier so als Gameboy-Spiel? Ich meine, der Vorlage wird es ja einigermaßen gerecht. Ne? Also ich versuche ja immer so ein bisschen das Positive zu sehen. Also das Spiel ist vernünftig programmiert, es ist okay. Ich hab jetzt auch wesentlich mehr Leben behalten. Aber ich weiß nicht, Spaß macht das trotzdem nicht. Also wenn ich so ein Gameboy-Spiel mir anschaue, will ich nicht unbedingt so ein Spielerlebnis haben, ehrlich gesagt. Wir hatten aber hier schon wesentlich schlechtere Titel auf jeden Fall. Das muss ich zugeben. Es ist nicht kompletter Müll. Aber so ein schönes One-and-Gun-Game wie Contra, also Pro Protector, das hätte ich hier ehrlich gesagt passender gefunden. Oh, ist das der Boss? Zack. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Geisel mit weggewämst. Man muss das teilweise aber wirklich pixelgenau treffen. Und das Problem ist, ich spiele es auf dem Emulator. Da sieht man das ja vielleicht noch ein bisschen genauer. Aber auf der Original-Hardware, auf dem Gameboy. Ohne Scheiß. Was ist das denn hier? Hier. Das schießt einfach und ich kann nichts dagegen tun. Was soll das? Hier, zack. Ich werfe jetzt mal hier die Granaten, den Ohren. Ach, guck euch das an. Was soll ich denn hier jetzt ändern können? So. Erstes Level geschafft, aber was hätte ich jetzt bei dem Bosskampf anders machen können, um nicht getroffen zu werden? Weil ich musste ja ein paar Magazine in den Reihen jagen. Was ich auch seltsam finde, ist das wirklich so verankert, Comic-Experten, dass Spider-Man dem Punisher Aufträge gibt? Na gut. Da suche ich jetzt natürlich jetzt so ein bisschen nach kleinen Fehlern. Auch schon wieder, ich weiß nicht, also der Gameboy ist nicht dafür gemacht. Ich muss mir echt, glaube das Modul irgendwann mal besorgen. Ach, da fischt da im Hintergrund ganz normal. Oh ja, bisschen Geballer. Ist halt ein Mittwoch normaler, ne? Echt verrückt. Also Musik ist in Ordnung, die nervt jetzt nicht allzu sehr, aber es macht halt einfach nicht so wirklich Spaß. Also mal, wenn es euch Spaß macht, ich kann die Faszination davon verstehen, wenn man Punisher-Fan ist, hätte ich das als Kind wahrscheinlich auch durchaus gespielt. Aber jetzt so aus neutraler Sicht nicht gut. Also es ist kein Spiel, was man in seiner Sammlung haben muss. Komm her. Komm, zack. Wo wurde ich denn da jetzt getroffen? Ich habe die noch einfach erwischt oder nicht? Weil die kommen echt manchmal ins Bild und sofort verliert man Leben. Das kann man nicht verhindern und das ist doch kein gutes Spieldesign. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ne? So schnell kann ich ja nicht reagieren und zack, habe ich schon was von meinem Leben abgezogen bekommen. Ne? Hier. Also, ich weiß nicht. Also, wie soll man dieses Spiel wirklich durchspielen können? Ich verstehe es nicht. Muss ich vielleicht auch nicht, aber ich glaube, noch einen Versuch werde ich jetzt auch nicht unternehmen. Ihr habt jetzt genauso wie ich jetzt hier reingeschaut, es gab schon ein schlechteres. Technisch scheint das Spiel durchaus in Ordnung zu sein. Aber vom Schwierigkeitsgrad her ist es einfach abnorm hoch. Man kann nicht verhindern, dass man getroffen wird. Und gut, dass das Gameplay an sich, es ist, was es ist. Aber, nee, also, man muss es meiner Meinung nach nicht haben. Aber trotzdem, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und wenn ihr Wünsche habt, ich versuche dann auch den Namen mit dran zu schreiben in meiner Liste. Dann ab in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!